Viertelfinale der großen Chance der Chöre. Wie spannend waren bitte die letzten Wochen? Es war so emotional, so abwechslungsreich. Und wissen Sie was? Das werden wir heute sogar noch toppen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, beim Finale der großen Chance der Chöre. Und guten Abend auch unserer fantastischen Jury, Oliver Pocher. Schönen Abend, Servus Österreich. Bei mir jetzt der Kinderchor Calypso. Der Kinderchor Calypso jetzt bei mir, und da gehe ich mal eine Etage tiefer, gell, damit wir auf Augenhöhe sind. Volker Stein ist auch bereit. Und die Frage, die sich alle stellen, ist, können Sie an Ihre starke Leistung im Casting anknüpfen? Javier, werdet ihr heute mehr auf die Choreo oder auf den Gesang setzen? Einen schönen guten Morgen. Wir freuen uns, dass Sie hier mit dabei sind bei Sky Sport News HD. Und jetzt geht sie los, wie versprochen, unsere Reise durch Fußball-Europa. Wir sind in England bei der Tottenham Hotspur. Da hat man wieder mal die Top-Verfassung unter Beweis stellen können, denn die Spurs bezwangen West Ham United im direkten Duell um die internationalen Plätze mit 4:1. Sein Trainer Stefan Edberg, der war auch lange Zeit ganz oben mit dabei in der Tennis-Weltspitze, war damals auch großer Konkurrent vom Novak Djokovic-Trainer, also von Boris Becker. Es ist ein Spiel, in dem die Zahl 9 ganz groß im Fokus steht. Ich habe es erwähnt, es könnte der 9. Sieg im 9. Spiel für die Bayern werden. Das heißt, die Tabellenführung würde mit ausgebaut werden. Und allen voran die beiden österreichischen Nationalspieler, Zlatko Junuzovic und David Alaba, die haben ja die letzten Tage eigentlich miteinander verbracht. Bei der EM-Quali haben sie sensationell gespielt und jetzt in der Bundesliga sind sie auf einmal wieder Gegner. 22. September 2015, Bayern liegt 0:1 hinten gegen den VfL Wolfsburg, doch dann kam er, Robert Lewandowski, wird eingewechselt und erzielt in nur 9 Minuten den schnellsten Fünferpack der Bundesliga-Geschichte. Montagabend, fast schon Dienstag. Ganz herzlich willkommen mit einer Studiofliege. Ja, Fliege bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. An dich und natürlich auch an Sie zu Hause. Und wir kümmern uns um Olympia 2024. Herzlich willkommen zum großen Finale der Champions League hier auf Puls 4. Wir sind alle schon wahnsinnig gespannt. Wer holt sich diesen heiß begehrten Titel und das Triple? Juventus Turin oder der FC Barcelona? Ich nehme mal an, in Italien, der Autokorso ist schon mal losgefahren. Was heißt in Italien? Du glaubst ja gar nicht, was in Wien los war. Da gibt es ja die Bianconeri Vienna. Das ist der größte Fanclub, der größte Juve-Fanclub, den Österreich zu bieten hat. Und da ist die Party abgegangen. Schauen Sie sich mal diese Bilder an. Also du bist in Rot zu sehen mit der alten Dame und Frankie Dugan, ja. Für die Katalanen Messi, in nicht? Weiß. Messi, das ist ungefähr Messi. Ach genau. Frankie, du eigentlich müsstest nicht knicken. Wie groß bist denn du? Verrate mal, komm. Ihr seid ja ähnlich, oder? So, und jetzt zum spannendsten Kinostart des Jahres. Wir Frauen warten alle drauf, wahrscheinlich meine Oma nicht so sehr, aber ich auf alle Fälle. Es geht um 50 Shades of Grey. Während die Amerikaner auf ihre Oscarverleihung noch ein bisschen warten müssen, war es bei uns in Österreich bereits diese Woche soweit. Wir haben die besten Filmprojekte und die besten Schauspielerinnen und Schauspieler geehrt. Am Mittwochabend ist der österreichische Filmpreis im Rathaus über die Bühne gegangen. Und ob der große Favorit auch ganz groß abgeräumt hat, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das Wetter soll ja auch mit plus 16 Grad Sonnenschein rekordverdächtig warm werden. Das heißt, ein Spaziergang mit irgendeinem Vierbeiner zum Kennenlernen ist da garantiert drin. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Jetzt gibt's die Nachrichten.